Pigmentfarben, die im Wasser destilliert sind, dass man die aufschäkert. Denn das ist ja wirklich ein fester Pigmentstoff, der in Flüssigkeit schwimmt. Dann gucken wir als erstes mal, ob die Airbrush-Pistole auch funktioniert. Also kleine Spritzwerkzeuge kann man als Airbrush-Pistole danach bezeichnen. Die haben so eine Düse von 0,1 bis 0,5 mm. Und die hat jetzt so eine doppelte Hebelfunktion. Das heißt, wenn ich hier die Taste drücke, den Bedienhebel am Gehäuse, dann öffnet sich hier das Luftventil und ich kann im Idealfall mehr oder weniger Luft dosieren. Und wenn ich den Hebel zurückziehe, dann läuft Farbe. Das heißt, die Nadel, die hier hinten im Gehäuse Rückteil von vorne nach hinten bewegt wird, die öffnet dann praktisch hier die Düse. Ja. Und Düse ist eigentlich innen drin und das ist so eine Lufthutze, sagt man, dass das nicht irgendwie der Düsenstrahl zu oder Farbstrahl zu breit wird. Ne? Also Düse, Lufthutze. Hier ist der Farbbehälter, das ist ein Fließsystem, also von der Gravitation läuft die Farbe jetzt ins Gehäuse, in die Düse. Und wie viel Farbe wird hier vor und zurück dosiert und der Luftdruck mit einem Druck nach unten. Das heißt, ich kann die unabhängig oder gekoppelt einsetzen, diese Hebelfunktion. Ich löse jetzt hier hinten auch nochmal vorher die Schraube, die die Nadel fixiert und bewegt die mal nach vorne und nach hinten. Das Gerät war jetzt auch länger nicht im Einsatz. Ich muss natürlich die Düse komplett verstopfen mit der Nadelspitze. Pack jetzt hier das Gewinde wieder drauf. Und bevor es jetzt losgeht, machen wir erstmal einen Test ins Unreine. Das heißt, ich pipettiere jetzt so ein paar Farbtropfen hier rein. Das Ganze ist natürlich auch mit Wasser verdünnbar. Das schenke ich mir jetzt mal. Und gucke, dass ich auch hellere Töne einfach mit weniger Luftdruck hinbekomme. Was kostet das, so eine Farbe? Hier so eine Farbe kostet zwischen 6 und 8 Euro. 28 Milliliter, also das ist relativ wenig. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also im Moment kommt nur Luft. Ich ziehe jetzt mal hier die Düse zurück. Und ich kann auch mit dem Abstand hier variieren. Kleine, große oder fast flächige Punkte. Linien sind natürlich genauso zu machen in einer dünnen Art und Weise oder halt deckend. Also das sind so typische Sachen bei so einer Airbrush-Technik, dass man schaut, ist da vielleicht sogar was Kinetisches drin. Also auch nur Schablonentechnik. Okay. Schauen wir mal, was wir hier mit der Schraube anstellen können. Ich fange hier in dem Fall auch nochmal. Kann ich nochmal irgendwie eine saubere Papierkante kriegen? Irgendwie so ein dünnes Manuskriptpapier? Also wundert euch jetzt nicht, wenn ihr nicht allzu viel seht. Ich hatte das eben schon mal erwähnt, bei diesen ganzen Schablonentechniken ist es günstiger, wenn man erstmal zurückhaltend arbeitet. Hier meint man, mit der Schablone ist ja noch gar keine Farbe da und macht es dann unfreiwillig zu dunkel. Nachkolorieren, das kann man ja immer noch machen. Macht auch Sinn, dann mit der Bewegung und mit dem Ansatz auf die natürliche Formgebung von so einem Objekt zu reagieren, wie ich es am Computer gebaut habe. Eine Vektorgrafik, eine Vektorkonstruktion zu dem Thema Schraube. Muss man einfach sagen, da bewegen wir uns im zweidimensionalen Raum und wir wollen ja jetzt hier versuchen, so ein bisschen Räumlichkeit hier mit ins Spiel zu bringen. An so einer Stelle, die zylindrisch ist, macht es keinen Sinn, sich von links nach rechts zu bewegen. Also deswegen auf jeden Fall gucken, dass ihr eine Bewegung von oben nach unten oder unten nach oben einleitet. Und auch hier mal gucken, ob man einen Bereich ein bisschen dunkler macht. Also das wäre jetzt hier bei mir eher der rechte, und dann kann man das auch ähnlich diesen anderen Techniken langsam aufbauen. Von hell nach dunkel. Und hier, das ist empfehlenswert, weil sich das mit dem Blick auf eure Arbeiten bewährt hat. Da mit dieser Parallelverschiebung an den innenliegenden Teilen
genauso fortzuführen, also jetzt gar nicht mit der Farbe hier irgendwo ablagern, sondern guckt, dass ihr da irgendwie, wenn das probiert, nachher mal so ein Bewegungsmuster findet, dass ihr sagt, einmal oder zweimal hin und her. Und ähnlich dieser Kreidetechnik eben, dann gucken, dass man das Ganze von oben dann nochmal andunkelt in diesen Bereichen, die überlagert werden von diesen Gewindegängen. Bei dieser Airbrush-Technik haben wir auch diese Ränder einfach nur mal von oben nach unten, von unten nach oben überfliegen, dass man eine Abgrenzung zum Papier hat. Also deswegen, wenn ihr was mit Schablonen macht, guckt, dass ihr immer die innen- und außen liegenden Teile von so einer Schablone aufbewahrt. Danke, Hanna. Und wenn jetzt einer mal hier hinten mal assistieren kann, mal hier rüber gehen bitte. Und jetzt setzt ihr die einfach vom Papier ein bisschen weg. Und wenn man das jetzt so sieht, kriegt man schon eine Ahnung, warum wir das so machen. Zum Objekt, also zu diesem grundsätzlich zylindrischen Körper hin, da ist wahrscheinlich ein Schatten, dann auch ein bisschen konkreter. Geh mal ein bisschen mehr Richtung Papier. Noch ein bisschen Richtung Papier. So, stopp. Und dann kann man das nach oben hin so ein bisschen auslaufen, Dankeschön lassen, damit ein halbwegs realistischer Eindruck entsteht von so einem Körperschatten. Ne? Hier oben haben wir ja auch wieder den Effekt, dass man sagen kann, okay, da greift ja auch irgendwie ein Werkzeug dann rein. So oder so ähnlich kann man das aufbauen. Was hier natürlich jetzt fehlt, bei diesem weichen Charakter, der typisch ist für so Airbrush-Spritztechniken, ne, das ist ja alles sehr soft und wolkig und fluffig und da fehlt natürlich jetzt eine Linie. Also hier die eine oder andere Kontur noch setzen, Werkzeug egal, Bleistift, Buntstift, irgendwas Dunkles und die höchsten Lichter auch noch dazu packen. Will ich hier oben dann vielleicht noch einen Lichtreflex reinbauen, das ist ja durchaus denkbar. Kann man das auch auf zwei Arten dann machen. Ich nebel jetzt den Hintergrund mal mit so einem kleinen Abstand zum Objekt. Den nebel ich ein bisschen an. Entstehen dann also so, ja, wie man es von den Icons und Tastaturen so kennt, so Lichtkonturen. Wichtig bei diesen Airbrush-Techniken ist, die Pistole auch öfters mal reinigen. Das heißt, ich tauche die jetzt wirklich mal hier ins Wasser ein. Marius kann das wahrscheinlich jetzt nicht finden. Doch. Guter Mann. Mach die mal sauber. Eigentlich müsste jetzt hier ein großer Eimer stehen, halb gefüllt mit sauberem Wasser, dass ich das noch gewissenhafter machen könnte. Da mal so einen Lichtreflex platzieren, den man allerdings jetzt gerade wegläuft, so wie es aussieht. Nur dass das Prinzip klar ist, ich eben angedeutet habe, okay, das sieht alles ein bisschen fluffig und verwaschen und weich aus. Kann man sich jetzt zum Schluss dann nochmal so einen Pinsel holen, mit irgendeinem Abstandhalter, das kann auch ein Lineal oder irgendeine eine Leiste sein. Schon hier.
Kuriose ist bei metallischen Körpern, die haben sogar manchmal höchste Lichter, also Highlights in Bereichen, wo man es jetzt gar nicht glauben würde. Tim, sag mal so gut, machst du hier mal rechts noch einen Tropfen Wasser, weiß rein. Ist er da? Hier ein bisschen weiß und hier noch ein bisschen blau in das Gefäßbild. Eigentlich ist das schon fast zu schablonenhaft, deswegen mache ich die Konturen auch jetzt wirklich ein bisschen freier und lasse die auch ruhig mal hier und da so ein bisschen über das Ziel hinausschießen, absichtlich, denn das Ganze soll ja ein bisschen einen grafischen Charakter auch haben, damit es nicht so ganz wattig ausschaut, sondern vielleicht hier und da mal so ein bisschen konstruktiv sogar wird. Also viel leichter ist das übrigens dann, kann mir mal jemand einen blauen Layout-Stifter bringen, so ein Aquabrush bitte. Liegt auf dem Tisch. Ich mache halt hier jetzt nochmal so ein paar mit dem Pinsel. Thanks. Denn die haben ja auch hier zwei Spitzen, das wisst ihr ja. Da kann man ja durchaus sagen, okay. Kontur irgendwo hinkriegen. Also entweder mit der Pinselspitze. Ups. Oder hier und da mal ein beherzter Strich. Das Ganze dann so ein bisschen abschließt. Also gut, kann man immer noch ein bisschen weitermachen. Auch hier fehlen noch Lichtreflexe. Und auch hier fehlen vielleicht noch ein paar Dunkelheiten.